auf einige Nachfragen hin, ob sich dieses Buch lohne oder ob es was kann. Erstens halte ich dieses Buch für das einzige von Telkamp, das man gelesen haben sollte. Für den Turm fehlt mir, glaube ich, die Verbindung zur Spätphase der DDR. Zweitens ist dieser relativ kurze und kurzweilige Roman gerade deswegen lesenswert, weil er kein rechter Roman ist. Da gibt es ja viele abschreckende Beispiele, die voller Belehrungen und relativ bemühten und albernen Insiderwitzen sind. Und drittens ist es ja nun so, dass immer nach Anschluss gesucht wird. Auch literarisch. Fight Club ist so ein Roman, der ja oftmals als anschlussfähig bezeichnet wird und das in Wirklichkeit gar nicht ist. Ich meine, der Faschist Tyler Durden wird am Ende per Kopfschuss liquidiert. Deutlicher kann man wohl nicht werden. Man muss schon sehr verzweifelt sein, um an sowas irgendwie anschließen zu wollen, an einen anarchistischen Roman, den ohne den dazugehörigen Film wahrscheinlich kaum jemand kennen würde. Und selbst der Film hat ja eine Weile gebraucht, bis er Erfolg gehabt hat. Roman und Film sind zwar sehr launig, aber naja, wie gesagt, man muss sich nicht unbedingt an sowas orientieren. Da kann man schon mal zum Eisvogel greifen. Telkamp ist natürlich auch allenfalls ein Kulturkonservativer, aber er beschreibt sowohl gewisse Stimmungen als auch den geistigen Gehalt eines Teilmilieus unserer Bubble ganz gut. Das, was ich im Podcast mit den Leuten von Konflikt als die quasi zweite neue Rechte ab den 80er Jahren bezeichnet habe, mag den einen oder anderen interessieren. Und wer nicht unbedingt Sachbücher lesen will, nun ja, Romane sind ja auch nicht zum Nachmachen da, nicht wahr? An dieser Stelle schöne Grüße an etwaige Staatsanwälte, sondern zur Stimmungsmodulation und Unterhaltung.